Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, wir waren ja mit unserer Wald- und Wiesenmission beschäftigt. Wo ist er denn jetzt? Da ist er nicht, da ist er nicht. Hier waren wir ja beschäftigt. So, let's go. Schalt mal ein. Unten ist auch alles. Let's go. Weiter geht's. So, wieder rausscrollen. Effizienz schreibt mal wieder groß. Ich habe noch ein paar Bahnen vorgezogen, weil ich hatte gerade mal in der letzten Folge die erste Runde beendet. Jetzt werden wir versuchen, den Rest fertig zu kriegen. Bis unsere Felder endlich mal irgendwann mal reif sind. Und wenn ich dann den Strommast dort vorne hier auch noch umschifft habe, sage ich jetzt mal, dann werden wir dann mit Auf- und Abfahrten. Ja, hier liegen noch Ballen rum. Warum liegen hier noch Ballen rum? Hä? Die hatte ich alle abgeerntet. Kommen jetzt die Ballen noch immer her? Gut, so viel dazu. Muss ich nicht verstehen. Oh, ich möchte mal ein bisschen weiter ranfahren hier. Ich lässt viel stehen. Wie letztes Mal, da standen Ballen am Feldrand. Jetzt stehen Ballen, liegen Ballen auf einmal am Feld. Sonderbare Geschichten passieren hier. Ich bin nur ziemlich, ich habe alle Ballen runtergelesen gehabt. Weil die hatte ich ja beim Schafstall hingeschmissen. Unsere Heuballen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Jawohl. So. Musste mal gesagt werden, ne? Das ist, ja. So, ab was geht's hier? So, wie sind das? 4, 5 sehe ich jetzt. Manchmal ist ein bisschen suspekt. Aber mir soll es recht sein. Mir soll das doch recht sein. Das ist jetzt Grasbällchen, hat man nicht gewickelt? Bin ich gar nicht. In mich drin hatte ich gewickelt oder war das drüben auf der anderen, auf dem kleinen Feld? Werden wir sehen, ob das ein Gras oder Silageballen sind. Kriegt man so oder so los. So, daher. Sind wir Optimist. So, Dilly. Und wir wenden den. Und wir wenden den und wir wenden den und wir wenden den. Ach ja, da hat man schon ein bisschen zu tun mit dem Feld. Ich bin nicht überhaupt im Pferdehof vor, das soweit ich weiß.
So. So, Dilly. Weiter geht's hier. Kabel die Nase. Aber ich muss wieder rumniesen. km/h fetzt man hier mit unserem 939er Vario übers Feld Nummer 17 oder Wiese Nummer 17 ist es ja. Feldnummer hat es die 17, ist aber eine Wiese. So, bringen wir das mal alles langsam hier in Richtung war. Stück zu weit geschnipst. Ein Stück zu weit gefetzt. So, jetzt mal geguckt, ob ich aufgehört habe, warum es immer geschafft hat, 12%. Natürlich schon mähen und wenden. Aber mähen, wenden, schwaden, pressen und abtransportieren, also müsste eine Tätigkeit müsste ca. 20% ausmachen. So, Pi mal Daumen. Noch nicht so nah genug an den Ballen, dass ich eventuell vielleicht aufschneiden könnte mit Unterjubeln, wenn es Grasballen sind. Sind wir leider noch nicht nah genug ran. Wenn ich extra hinrenne, habe ich auch keine Muse. Sage ich mal ganz ehrlich dazu. Bin ich einfach zu faul. So, jetzt schieben wir den hier noch durch. Und senken den mal wieder. So, wenn jetzt Bauer würde ich jetzt gerade wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie ich hier mit dem Mähwagen hinten den Wender dran.
Das würde keiner so machen. Denn es wird erst gemäht, dann gewendet und dann geschwartet. Aber wir wollen ja ein bisschen Zeit sparen. Also wenn ich hier mit allen dreien immer drüber schleudere. Anders kann man das ja nicht nennen. So, geht's wieder hoch. Da fahren wir erstmal hier weiter und weiter und weiter. Glaubst du gar nicht. Rum hier. Jetzt fahren wir schon wieder sehr weit neben der Spur. Wenn man was ist, wird es neben der Spur. So, sagt der Treiber, noch genug Luft. Also man kam lange schon vor, aber der Treiber sagt, die Zeit ist noch gar nicht so weit. Aber wo genug Folgen schon erlebt, auch auf jeder Map bis jetzt, guckst auf den Tacho, was ist schon Zeit rum? Kriegst du manchmal echt die Tür nicht zu. Das sind 1, 2, 3, sehe ich. 5, vielleicht 6 Stück. 5 bis 6 Stück sehe ich hier an Ballen liegen. Und das scheint heute zu sein. Gucken wir mal. Ob es Gras oder Heu ist. So, den Sprung müssen wir dann noch ziehen. Und da haben wir hinten halt noch ein paar Bahnen. So, weiter geht's hier hinab. Das Mähwerk wird bald schwarz, das hat das auch nicht viel besser. Aber naja, ein bisschen was zu arbeiten haben wir halt noch. So, drehen wir weiter einsam unsere Runden. Ich hoffe auch nicht mehr für Stunden. Kann ich hier nicht sowas wie ein Big M oder sowas stellen? Das wäre wahrscheinlich sehr einfach. Vermute ich mal. Dass das ein Stück zu einfach wäre. Wenn man hier mit größerem Gerät anrücken könnte, dürfte. Und dafür, dass das Mähwerk mal rot und gelb war, ist es ja schon. Und vom Gelben sieht man kaum noch was. Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Ist es gelb oder weiß, oder ist es schon im schmantischen Grün untergegangen?
Das Rot geht immer mehr ins Dunklere. So unten die Schürze am Mähwerk. Hilfe. So. Ech, rum hier. Jetzt müsste der Strom was kommen, oder? Und ich dachte, jetzt müsste der Strom was gleich kommen mit der nächsten Kurve. So. Mein Gott, was mach ich denn? Krabbelt die Nase vorher schon schief. So, da ist der Strommast. Da haben wir noch ein bisschen zu tun. So, immer nach hinten rum, dann werden wir immer davor und dann werden wir den Rest dahinter noch machen. Dass wir dann bei Gelegenheit die Auf- und Abfahrten machen können. Und nicht mehr hier, sonst sind wir nicht mehr geworden, oder? 3, 6 sehe ich. 6 Ballen, die wir irgendwie vergessen haben. Warum auch nicht? Kommt in die beste Familien vor. Höflichkeit. Bei einem mehr, beim anderen weniger, bei mir wahrscheinlich mehr. Aber was will ich denn machen? Noch zwei Bahnen, also eine Bahn dahinter lang fahren, eine davor, damit es dann passt. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal die Bahn davor machen. Den Rest können wir dann vielleicht mit den Auf- und Abfahrten noch mit erledigen. So. Verflog die Zeit doch schneller als gedacht schon wieder. Erst dachte ich nach den ersten 8 Minuten, na, voilà, erst 8 Minuten vorbei, jetzt gucke ich auf den Tacho. Sind wir schon in der letzten Minute angelangt. Kommen wir aber erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich mache das Feld jetzt noch schön fertig. Denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.